So Leute, ich bin wieder da mit Illusion of Time. Ja, ihr kennt dieses Gebäude wahrscheinlich, ihr kennt, was jetzt passiert. Ja, heute reicht's. Ja, finde ich auch eigentlich. Naja, eigentlich. Uga, da schlägt jemand bei uns rein und hat meine Dusche benutzt. Völlig erschöpft von der Reise, da fallen alle in einen tiefen Schlaf. Eine lange Zeit vergeht. Guck mal da. Der hat in meinem Bettchen geschlafen. Was? Hamlet? Lass mich noch etwas schlafen. Will, mach doch nicht so einen Krach. Oh, wer seid ihr? Dein Papa. Aua. Lasst mich los, ihr Idioten. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Schaut, diese Kinder sehen so mitgenommen aus. Ja, opfern wir uns doch für die Kinder, damit diese Kinder überleben und wir alle sterben. Das stimmt, ein Junge erzählte, dass bereits in Freya in diesem Land herrschte große Hungersnot. Diese Knochen sind die Überreste der Verhungerten. Oh nein, wir sind die Nächsten. Oh, Hamlet. Geuga, halt die Taschentücher bereit. Hamlet, was hast du? Als ob wir uns bald trennen müssten. Bald, du meinst in 10 Sekunden. Nein, Hamlet! Hamlet, was? Das arme Schwein. Hamlet, warum? So, Leute, wir brauchen ja hier richtiges Feeling. Richtiges Feeling. Hamlet, du arme Schwein. Oh mein Gott. Plötzlich hier klingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu, es war Hamlets Wunsch, diese Menschen zu ernähren. Ein kleines Ferkel kann die viele Dorfbewohner retten. Mutter? Well, und jeder, der hier ist. Ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Findet die mystischen Statuen und begebt euch zum Turm von Wabel. Von Wabel, okay. Oh mein Gott, Hamlet, wie du da brennst und oh Mann. Ich werde nie wieder sein Grinsen hören. Bla bla bla, doch wirst du noch, ich weiß, was passiert. Hamlet ist in das Feuer gesprungen. Er hat sich verbrannt. Nee, keine Ahnung. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde und irgendwelche Leute, die sie gar nicht kennen. Die armen Menschen. Okay. Ja, ich mache mal den Ton ein bisschen leiser. So ist jetzt ungewohnt mit so einem leisen Ton und ich glaube, ich, bla bla bla, ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich, wo ich, ich weiß, dass ich jetzt zum nächsten Dungeon komme, aber, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was los ist, hier lernt er von den Kindern ein Wort. In dieser Gegend scheint Rampur sowas wie Hallo zu bedeuten. Ja, cool. Der Stamm wird immer kleiner, viele sind bereits verhungert. Brüder, schon, bla bla, halt die Klappe. Wieso tanzt er eigentlich noch um den rum und wieso läuft er durch mich durch und so? Das ergibt alles gar keinen Sinn. Nee, ja. Ja, oh cool, ich hab dem die Hand gegeben. Oh, cool. Ich geh mal weiter. Denn ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Nein, da komme ich wirklich nicht hin. Nein. Verdammte Mist. Ich enter bla 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 bla. Okay, halte ich drum kurz mal so. So, Leute, das war ganz easy hier. Ich habe einmal mit einem Typen geredet und der hat mir eine Karte gezeigt. Ja, und jetzt können wir dahin. Hey, wieso ist da so ein Gesicht da? Na, egal. Egal, egal. Zack, bam. Tor zu Angkor. Und bla, ich habe schon wieder was weggedrückt. Oh, diese Gegner mag ich gar nicht. Und ich weiß auch nicht warum. Doch, ich weiß warum. Ja, bescheuert sind. Komm, komm, komm. Mach deinen Kopf. Ich möchte deinen Kopf etwas bewegen sehen. Okay, Angkor wird kacke, Leute. Also, andere Art als Tempelruine von Kacke. Temporine war einfach nur langweilig und das ist einfach nur schwer. Und das Angkor Wat ist das schwerste im Spiel. Würde ich jetzt mal so behaupten. Angkor Wat und Nuru.
Aber Angerwatt ist da nicht Endgegner, der was schwer ist. Angerwatt ist einfach Angerwatt, das schwer ist. Oh nein, nicht. Das ist jetzt nur ein Traum. Leute, das ist eh nur ein Traum. Ich wach gleich auf und dann. Ey, hallo, was soll denn diese Scheiße hier? Moment mal, Leute, so wird das doch nichts. Ah, vielleicht geht's so besser ein bisschen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist mir auch eigentlich. Nein, es ist mir nicht egal, ich möchte ja wissen, wie ich das hier gut hinkriege. Ach komm. Okay, Leute, dieser Part lohnt sich wirklich nicht zu gucken. Also, das würde ich echt nicht machen. Oh mein Gott. Sag nicht wirklich, ich muss. Oh. Leute, ich denke mal nicht, dass es so schlimm ist, wenn ich einfach mal Pause mache und in der Zeit die Gegner besiege, oder? Das wird nicht so schlimm sein. Also Leute, der letzte Part ein bisschen länger war, der ein bisschen kürzer. Bis dann. Auf Wiedersehen.